Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Wir reagieren heute gemeinsam live auf die erste Triple Nuclear im deutschen COD-Raum. Und zwar hier auf dem YouTube-Kanal Samuel Nuke. Leute, ich verlinke euch das Original-Gameplay natürlich in der Videobeschreibung. Lasst da mal auf jeden Fall einiges an Liebe da, Freunde. Danke an den Erspieler, dass er dieses Gameplay geschafft hat. Deswegen gibt es natürlich hier fette Props an der Stelle. Triple Nuclear ist ein geiles Gameplay. Wir sehen schon, wir sind hier mit der ICE unterwegs auf der Map Firing Range. Wir spielen anscheinend Hardcore. Und eine Sache ist bei dem Gameplay, das weiß ich schon, weil Sweezy hat darauf auch schon mal reagiert. Und deswegen auch Props an Sweezy. Eine Sache weiß ich schon, und zwar, das ist hier mit dem Strike-Team erspielt worden. Das heißt, das Strike-Team hat zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, dieses Gameplays, noch zu Nuklear dazugezählt. Bei Single-Nuklears, die so 8 Minuten dauern, finde ich es ein bisschen wack. Aber bei einer Triple-Nuklear, da ist mein Motto, Triple ist Triple. Übrigens ist auch der Endscore total krass. Und deswegen gucken wir uns das Gameplay jetzt gemeinsam an. Ich weiß nur diese Fakten, sonst weiß ich nichts. Das heißt, es ist schon ein Reaction-Video quasi. Übrigens hier, ihr seht schon, Leute, Hardcore. Wie schnell die Gegner da sterben, ist schon krass. Aber, Leute, es wird ein 152-6 und ich denke mal, da kann man sich echt nicht beschweren, Leute. Der Typ hat auf jeden Fall gut gesucht, hat das Gameplay schon über 2 Wochen her, der war schon im 6. Prestige, Alter. Hut ab auf jeden Fall dafür, mal krasse Sache. Ja, Leute, ich wollte das nutzen, um auch ein klassisches Real-Life-Story nachkommentiertes Video draus zu machen. Ich dachte, das wäre eigentlich ganz chillig, weil es ja schon so ist, dass sich das sehr viele gewünscht haben, weil das ja früher so ein bisschen mein Ding war und ich habe einfach Bock, ein bisschen nachzukommentieren. Eine Sache noch ganz kurz vorher, und zwar, ich bin einigen Leuten wohl eine Entschuldigung ein bisschen schuldig, die gestern mein Video geschaut haben. Ich hätte das Video auf jeden Fall mit einem Trickshot beenden müssen. Das hat mich auch mega geärgert, dass dann dieser Fehler war. Und das Ding ist, ich bin direkt nach der Aufnahme des Videos nach München geflogen. Das ist nämlich gleich auch die Real-Life-Story. Und es ist einfach verdammt schwer, da dann noch irgendwie, keine Ahnung, das geilste Video rauszuhauen, bin ich ehrlich. Habe ich jetzt ein bisschen, es war ein bisschen lieblos so, das mache ich ja eigentlich sonst nicht. Aber in dem Fall, ja. Ich hätte es, also das Video, ich bin mit dem Video zufrieden, ich hätte nur am Ende den Trickshot schaffen müssen und ich dachte halt so, ich will das Video unbedingt machen, weil ich die Idee cool finde, weil es bei BO3 immer so gut geklappt hat und das hat einfach gestern gar nicht geklappt. Entschuldige mich bei den Leuten, denen es nicht gefallen hat, tut mir wirklich leid. Leute, auf jeden Fall bin ich gestern nach München geflogen, wie gesagt, ich wurde nämlich vorgestern ganz spontan angerufen von Martins Manager, also von Janni, also von Martin Schindlers Manager, von meinem Darts-Du, ihr kennt ihn. Hat mich angerufen und gefragt, Marcel, ich habe Tickets, weil der ist ja Grieche und er hat 2 Logentickets vom PDC-Chef Werner im Übrigen, danke Werner, bekommen für Bayern gegen Athen, Champions League, Loge, alles drum und dran. Und dann habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, habe gesagt, ich bringe schon unnachgiebig Medaille am Start. Ein Triple-Gameplay, ich komme gleich auch ein bisschen mehr zum Gameplay auf jeden Fall, weil da gibt es ein paar wichtige Sachen noch, die einige Leute, glaube ich, vergessen, weil es gibt immer... Bei krassen Gameplays gibt es immer so ein bisschen Hate und so und ich kann es verstehen, dass es immer komisch klingt, wenn sich der Erspieler selbst rechtfertigt. Deswegen rechtfertige ich mich jetzt für den Erspieler in dem Fall, weil das Gameplay einfach krass ist. So. Auf jeden Fall, dann sind wir nach München gestern spontan rübergeflogen. Das Ganze gibt es auch als Real-Life-Video, also als Mini-Vlog auf Antons Channel. Vielleicht könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Genau, sind dann da hingeflogen. Ich finde es im Übrigen echt mega entspannt. Da haben mich auch einige zugefragt, wie es mit meiner Flugangst aussieht. Und das Ding ist, ich habe das letzte Video dazu vor 2,5 Jahren gemacht und ich bin befreit. Ich bin komplett befreit und ich finde es krass, dass sowas geht. Dass man sich von Ängsten wirklich nicht nur zu 90, sondern zu 100% lösen kann. Ich bin komplett frei von Flugangst. Ich bin im letzten Jahr 50, 60 Mal geflogen. Richtig, richtig oft auf jeden Fall. Und es hat wirklich immer... ohne Problem funktioniert, ich habe gar keine Angst mehr und das ist für mich ein geiles Gefühl. Das Einzige, von dem ich jetzt noch Angst habe, sind lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle. Ja, oder auch vor der langen Schlange in meiner Hose. Freunde, ihr kennt das. Der kleine Marcel Freestyle, den kann ich mir nicht nehmen lassen. Wir bringen das Auto unterwegs hier, der Sucher. Ja, ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich schon ganz kurz vor der Nuke sein, oder? Hat er sich schon, brutal wurde eben, da ist die erste Nuklear und tötet er sich jetzt selber, das wäre sogar noch krasser. Dann wäre er von seinen 6 Toten sogar noch, Selbstmorde drin. Das weiß ich jetzt nicht, ob er sich selber killen wird. Gucken wir auf jeden Fall mal nach. Ne, noch spielt er weiter. Ne? Und auf Fallzahl hat er sich noch geschnappt und haut auch den nächsten Streak raus. Also er will anscheinend hier, ich glaube, er hat vielleicht gar nicht so richtig auf die Triple getargetet. Also es war nicht sein einziges Ziel. Aber er hat sie erspielt und da ist er gestorben jetzt. Okay. Auf jeden Fall, Freunde. Dann nach München geflogen, auf entspannt. Erstmal zum PDC-Büro. Da habe ich auch ein paar Stories gemacht. Wir haben so mit so Mini-Darts gespielt. Richtig lustig. Auf jeden Fall so die kleinste Dartscheibe der Welt. War auf jeden Fall mega entspannt. Und danach ging es dann noch auf ganz entspannter Basis mit Antons C63. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin zum allerersten Mal jetzt bei Anton Beifahrer gewesen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Viele Leute fragen, ja, hast du überhaupt noch guten Kontakt zu Anton? Und ja, natürlich, Alter.
Menschen wie Anton, der so tief in meinem Leben ist, no homo, mit dem bist du immer in guten Kontakt. Und das sollte auch so sein, das ist auch mein Ziel. Wir sind nach wie vor sehr gute Freunde, hatten gestern wirklich den geilsten Abend überhaupt. Weil er durfte nämlich, das war das Coole, er durfte nämlich spontan auch noch mitkommen in die Loge. Das heißt, wir waren zu dritt in der Loge. Mega nette Leute dort, Essen for free, bei gratis da ist Marcel zu dem Slot und sowieso immer sofort am Start, Freunde. Gratis Essen, gratis Getränke. Man munkelt, dass sich das ein oder andere Hefeweizen auch gegönnt wurde, auch von Marcel. Aber ich habe ja jetzt, seit ich da meine, ich habe das im Stream noch nicht mal erwähnt, seit ich da mal meine Alkoholvergiftung vor 2 Wochen hatte, werde ich auf jeden Fall nicht mehr viel trinken, weil das war, ne, das war nicht gut. Gar nicht gut, Leute, wirklich gar nicht gut. Und es war zwar auch scheiß Alkohol, es war jetzt nicht, wahrscheinlich hätte ich das nicht bekommen, wenn es gutes Zeug gewesen wäre, aber alles gemischt. Und, ihr wisst ja, ich trinke nur einmal im Monat und ja, da war das halt irgendwie so das letzte Mal, dass ich auf diese Art und Weise trinke für eine sehr lange Zeit. Ein Bierchen im Stadion habe ich mir jetzt mal gegönnt, aber ich bin auch so überhaupt nicht der Typ für ein Feierabendbier oder so. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich abends... Oh, belastend, Alter. Das war ein skrupellos Tod. Er war auf skrupellos. Das heißt, jetzt hätte so die Quad werden können. Okay, von den Kills hätte es ja so noch mehr werden können. Naja, Freunde, auf jeden Fall so ein Feierabendbier oder so ein Wein am Abend machen ja manche. Das ist, da bin ich gar nicht der Typ für. Da hätte ich viel zu viel Angst, Alkoholiker zu werden. Also ich vertrage gar keinen Alkohol und ja. Auf jeden Fall war das dann gestern so, dass wir in der Loge gechillt haben. Ihr wisst ja, da gehe ich ja auch mit um. Ich bin jetzt nicht der größte Bayern-Fan, aber es war trotzdem cool, diese Plätze zu haben. Die Arena ist natürlich mit die geilste in Europa. Ich weiß, Fußball ist ein sensibles Thema. Ich war auch schon im Signal Iduna Park. Würde ich sagen, finde ich noch ein ganz bisschen geiler, aber auf eine andere Art und Weise. Aber es war ultra nice. Es war ein Baba-Erlebnis, Alter. Wirklich, wirklich krasses Erlebnis. Mal da oben zu sitzen. Sonst kennt man das nur aus dem Fernsehen, dass man da diese Plätze, die waren so auch so mega flauschig, die Stühle und so, man hat einen Bombensicht, das war einfach gut. Dann saßen wir auch direkt an dem Tor, wo der Lewandowski den ersten Elfer gemacht hat, im Übrigen 63-4 zur Halbzeit. Das heißt, in der zweiten Halbzeit macht er noch 89 Kills. Das ist richtig ausgerechnet? Alter, das wäre krass, Mann. Also die zweite Halbzeit wird auf jeden Fall noch krasser. Wie gesagt, sind wir dann in der Loge gechillt, haben danach den Abend noch ausklingen lassen und dann, ey, da habe ich neben Janni im PDC-Büro gepennt, Leute. Also gestern Nacht und bin dann heute zurückgeflogen. Leute, der Typ schnarcht lauter als ob mir so ein Boeing 747 wirklich in deinem Ohr landet. Ich kann damit gar nicht klar. Ich kann damit einfach nicht klar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann da gechillt, haben dann da gepennt und sind heute wieder zurückgeflogen. Deswegen bin ich jetzt gerade gelandet. Also das ist quasi ein ganz frisches Video. Und habe mir gedacht, ey, das Video wollte ich hier sowieso noch machen. Und das passt sich zeitlich auch ganz gut, weil ihr merkt ja, ich bin schon wieder im Daily Grind. Ich lade zur Zeit schon wieder jeden Tag hoch, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Wie gesagt, gestern das Video... Ich hätte den Trickshot einfach noch schaffen müssen, aber dann kam diese Fehlermeldung und es war einfach ärgerlich und ja, was willst du machen, Freunde? Genau. Im Übrigen jetzt nochmal gehen wir mal ein bisschen aufs Gameplay ein, weil die zweite Halbzeit wird ein bisschen krasser. Das habe ich gut getimed, auch wenn es keine Absicht war in dem Fall. Und man muss sagen, Leute, es gibt jetzt einige, die werden sagen, Hardcore. Es ist nicht mal richtig gespawnt, muss man sagen. Was finde ich schon mal krass hier. Das Einsatzteam ist halt komplett reingegangen, Alter. Das war einfach mal ein sauberer Quad. Also ihr seht schon, das Einsatzteam macht viel Arbeit. Aber das ist wie beim Fußball. Sieg ist Sieg und hier ist Triple. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach für mich, ist das Fakt so. Es zählt, dass du am Ende dann das Resultat der Triple Nuklear hast. Ob für mich selber eine rausspringen wird in der Black Ops 4 Zeit, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob ich da Bock drauf habe, drauf zu gehen. Auf jeden Fall denke ich mal, gameplay-technisch kann man sich nicht beschweren, was ich die ersten Wochen abgeliefert habe. Da waren ja teilweise echt krasse Sachen dabei. Wie gesagt, ich war nie so der Hardcore-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich nie so der Typ für. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es meinem Playstyle nicht entspricht, weil ich... Ja, ich sag, also meine Begründung ist eigentlich immer, ich versuche eigentlich über mein Aim dann teilweise Situationen zu regeln und wenn du, in dem Modus brauchst du halt etwas weniger Aim, weil du nicht konstant drauf sein musst. Du musst ihn halt einmal treffen. Das heißt nicht, dass du kein Aim brauchst und das Gameplay hätte ich definitiv auch nicht so geschafft jetzt hier, auch nicht so früh nach Release vor allem, aber es ist für mich eine andere Art zu spielen. Also ich war nie der Hardcore-Spieler, immer brutal und er wurde angeschossen, man kann sie ja nicht heilen. Also von X-Smoke-Dope, Alter, wenn X-Smoke-Dope in meiner Lobby wäre, ich wäre kurz vor Nuklear, ich glaube, ich würde komplett Depressionen bekommen. Das ist ja alles so. Zum Thema Gameplay habe ich euch, glaube ich, 2014 schon alles erzählt, was es gibt. Also wie viele Faktoren stimmen müssen, damit du so ein Gameplay erspielst wie das hier. Das ist komplett krass. Also da brauchst du wirklich alles. Du brauchst die Lobby, du brauchst das Glück ungefähr 20 Mal, du brauchst das Aim, du brauchst das Timing vor allem. Zum Beispiel, dass er da jetzt reinkam, das Nuklear, die Nuklearmedaille ist da. Ob er jetzt auf die Triple geht, aber immer noch nicht sich killen lässt. Das interessiert mich auf jeden Fall. Da bin ich ja als alter Gameplay-Hase auch immer interessiert dran, wie sowas läuft. Ja, er lässt sich tatsächlich von seinem Teammate killen.
Okay, das heißt, er hat jetzt, das ist immer so ein bisschen anders, entweder du spielst drauf und bekommst es einfach, so wie die erste Nuklearmedaille, aber jetzt hat er das Ziel auf jeden Fall, das soll eine Triple Nuklear werden. Wie gesagt, lasst dem Erspieler ganz viel Liebe da oder ein Abo, wäre auf jeden Fall korrekt von euch, schaut mal dort vorbei. Links in der Videobeschreibung natürlich und es ist auf jeden Fall gut anzusehen, allein auch weil er die Diamanthandlung hat, oder sowas macht auch immer so, finde ich, was her und deswegen richtig, richtig nice, Leute. Genau, dann bin ich jetzt hier zu Hause angekommen vor einer Stunde, habe erstmal ein bisschen gechillt, ey, ich weiß nicht, ich hatte mir ja vorgenommen eigentlich, ihr müsst euch vorstellen, also letztes Jahr war es bei mir so, das ist, ich glaube, sowas erzähle ich echt selten, das ist echt mal, wer bis hier dran bleibt, der bekommt ein paar Bonusinfos. Letztes Jahr, von November bis dieses Jahr, April, war ich jedes Wochenende in einer anderen Großstadt, immer im Fliegen und so, also das kriegen ja viele nicht mit, weil ich ja jemand bin, ich hasse es ja, wenn meine Videos ausfallen, deswegen produziere ich immer vor, so dass man das gar nicht merkt. Ich war so viel weg. Und ich habe mir dieses Jahr geschworen, Marcel, wenn Black Ops 4 erscheint, dann bist du am Start. Wenn Black Ops 4 erscheint, dann gehst du erstmal nirgendwo hin. Und das habe ich eingehalten. Ich war jetzt das Wochenende davor, war ich in, das heißt die Woche davor war ich in Hamburg. Jetzt war ich in München. Nächste Woche bin ich in Köln. Okay, gut. Aber bis dahin habe ich immerhin mal geschafft, 3-4 Wochen zu Hause zu bleiben, was für mich echt schon eine gute Leistung ist. Weil viele Influencer sind ja sehr viel unterwegs. Und ich bin ja trotzdem noch so, ich bin viel mehr Gamer als Influencer, ist halt einfach so. Und deswegen, das trifft auf meinen Lifestyle gar nicht zu. Es gibt so viele Events hier in Berlin, wo man jeden Tag Party machen könnte und jeden Tag auch so Influencer-Events. Aber das, Sonny geht meistens alleine, weil es ist nichts für mich. Ich bin so der Zocker einfach so. Wenn ich aber keine Zockerphase hätte, würde ich natürlich auch hingehen. Und Real Life ist schon wichtiger als Zocken. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht, Freunde. Ich überprüfe das Gameplay gerade so ein bisschen, ob da irgendwas Spanisch vorkommt, aber es sieht eigentlich alles gut aus. Dass man gegen die größten Recruit-Bots spielt, brauche ich euch nicht zu erzählen, weil das geht halt sonst nicht. Es geht halt sonst einfach nicht. Übrigens schlau, dass er hier den Crash spielt, fällt mir auch gerade auf. Der Crash heilt dich ja schon, beziehungsweise entweder er heilt dich, wenn du schon angeschossen bist, oder er heilt dich von Anfang an etwas hoch, auf 200 Leben. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich 80 Leben, oder? Weil auf jeden Fall spielst du, glaube ich, in Hardcore mit 30 Leben und dann wahrscheinlich so mit 80. Könnte so sein, auf jeden Fall. Skrupellos Metall ist am Start. Natürlich ist es nicht, und da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, das krasses, gerushteste Gameplay der Geschichte, das geht auch einfach nicht bei Hardcore, bei einer Triple, weil du kannst es ja, sobald du 1,50 Meter weit läufst und du nicht kontrollieren kannst, wo spawnt der Gegner, wo bin ich gerade, wo sind meine Teammates, dann kriegst du einen Schuss in den Rücken, in den Rücken und dann war es das wieder completely, Freunde. Also jetzt seht ihr schon, das Gameplay gerade etwas langsamer und ich denke mal, ich habe meine Real-Story heute ganz gut erzählt. Gab es irgendwelche lustigen Details? Ja, alle Kinder von allen Leuten in der Loge kannten uns, das war lustig, das heißt, wir haben erstmal so 20 Videobotschaften aufgenommen und haben sie alle Kinder haben sich, also Kinder, das, die meisten waren 18, aber Kinder halt, weil es deren Kinder waren. Das ist eh krass, ich habe echt mittlerweile eine sehr, sehr alte Community, also was heißt alt, aber die Leute sind halt sehr, sehr alt, einfach, das liegt daran, das ist ja mathematisch sehr einfach zu erklären. Meine Klicks sind seit vielen Jahren ähnlich. Aber ich habe nicht so viele Abos dazu bekommen, dementsprechend müssen natürlich die Leute, die die Videos anklicken, älter geworden sein. Und da haben wir mega viele coole Videobotschaften rausgehauen, alle haben sich gefreut. Sogar zwei sind dann extra nochmal 2,5 Stunden angereist, sind dann kurz vorm Abpfiff, oder nee, sogar glaube ich nach dem Abpfiff waren die dann erst da und haben dann noch ein Foto mit uns gemacht. Mega crazy, das waren halt irgendwie die Neffen oder Kinder von denen aus der Loge. Ja, jetzt stehen wir schon 138:5 hier in dem Gameplay. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein freshes Gameplay, Leute. Lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall den Erspieler ab. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.